Herzlich willkommen, euren Freunde, zurück zu Animal Crossing New Horizons. Ja, Leute, im letzten Part hatte Animal Crossing Geburtstag, aber da war nicht so viel Spannendes zu tun, ne? Naja, in diesem Part wird sich wahrscheinlich auch nicht viel anders ändern. Denn ich habe endlich meine Prüfung fertig geschrieben. Die erste Arbeit könnte eine 2 oder eine 3 sein. Die zweite Arbeit wird auf jeden Fall eine 1. Da bin ich eigentlich fest von überzeugt. Und ja, ich habe jetzt endlich wieder Zeit für Serien und sonstigen Quatsch. Oh, das ist ein Geschenk. Das schnappen wir uns da direkt. Zack, 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 komm, runter. Sehr gut. Ich dachte gerade schon, das lag jetzt da oben auf dem Baum drauf irgendwo. Genau, hier sind noch ein paar Pilze und sowas. Heilbrandbrille. Ach, Heilbrand. Ja, gut, ne? Ja, ich habe mir die Santino-Karten bestellt. Für 20 Euro. Ne? Für 20 Euro. Für 20 Euro. Ich weiß nicht, ob ich das nochmal machen werde. 20 Euro für so Karten. Zu kaufen. Auf jeden Fall, die werden erst am 8. April bis zum 16. April geliefert. Also irgendwann dann. Also dauert das leider noch ein bisschen, bis wir uns die neuen Sachen anschauen können. Ja, war blöd, ne? Ist auch blöd. Die wurden erst gestern kurz aktualisiert. Und dann waren sie auch schon alle weg. Also ich weiß nicht, ob ihr noch welche findet auf Amazon. Ich bin mir da jetzt nicht sicher. Aber gestern waren relativ schnell alle weg. Ich habe mir jetzt auf jeden Fall welche gekauft. Kommen dann auch irgendwann. Und ja, ich bin gespannt. Weil dieses Spiel braucht einfach mehr Möbellinien. Ne, also ganz ehrlich. Zu wenig Möbellinien. Ist meine Meinung. Ich weiß auch gar nicht, wie viele Möbellinien es damals gab. Das kann ich euch überhaupt nicht sagen. So, Flaschenpost. Was haben wir hier Schönes drin? Bienenstock. Okay, den können wir aber schon. Ja, Leute, wollen wir schon mal so langsam zur ersten Serie kommen? Da geht es drum. Habe ich gerade frisch beendet. Ich wollte es nämlich unbedingt noch vor dem hier beenden. Schauen. Ich habe auch gerade noch Pokémon gestreamt auf meinem Twitch-Kanal. twitch.tv/MoritzGranger steht auch unten in der Videobeschreibung. Würde mich natürlich freuen, wenn ihr mal zuschaut. Genau, es geht um die Bande der Baker Street. Ich sehe gerade gar nicht, wo ich hier hinlaufe. Überhaupt nicht. Ach, KK ist wieder da, okay. Genau, da geht es halt darum, um eine Gruppe Jugendlicher, die Fälle lösen. Ja. Aber nicht nur normale Fälle, wie man eigentlich gedacht hätte. Warte. Oh, scheiße, ich bin rausgelaufen. Sondern um übernatürliche Fälle. Denn ein Schleier wurde geöffnet. Und ja, jetzt strömt die Übermenschlichkeit durch Londons Straßen. Sherlock Holmes ist auch dabei. Die erste Folge, ich hatte kurz Angst, dass es sich vielleicht nur um eine Serie handelt, die nur einen Endgegner hat. Also, dass das nicht mehrere Fälle sind. Aber die Sorge kam dann zum Glück relativ schnell weg. Ja, okay, es gab mehrere Endgegner halt. In jeder Folge irgendein Endgegner und dann halt der Oberboss in der letzten Folge. Wie man es normal so von Spielen kennt, ne? Wenn man jetzt das mit Browser vergleichen würde, dann wäre das so. Und ja, die schauspielerische Leistung ist in Ordnung. Ich bin kein Fan von diesen Bridgerton-Typen da. Der zweite von rechts. Ich bin kein Fan von ihm. Und ich hoffe, der geht auch irgendwann wieder weg. Aber ich freue mich auf eine zweite Staffel auf jeden Fall. Hat mir sehr, sehr viel Spaß gemacht, die zu schauen. Endlich mal wieder eine Serie, ja. Ja, die ich halt gebingewatcht habe. Teilweise nervten die Charaktere, da möchte ich nur ehrlich mit euch sein.
Da nerven wirklich viele Charaktere. Nicht nur einer oder zwei, sondern so vier Charaktere, die auch oft nerven. Oft einfach nerven. Aber mir gefällt es auch so ein bisschen. Die Liebesgeschichte ist auch. Ist jetzt nichts Neues, ja. Prinz verliebt sich in eine Arme. Ja, und so geht das da halt auch weiter. Ja, okay. Mehr möchte ich eigentlich auch nicht spoilern, tatsächlich. Muss ich mich erst ausziehen, oder kannst du das für mich machen? Oh. Mann, ey, jetzt muss ich das hier wieder machen, ey. Ja, danke schön, Tina. Mann, nichts kannst du. Das hätten sie eigentlich auch reinpatchen können. Dass ich mit einem Schwimmanzug hier trotzdem was kaufen kann. Wo haben wir hier denn was? Oh Gott. Wir haben hier nur hässliches Zeugs. Okay, schnell weg hier. Schnell weg. Und jetzt darf ich mir meinen Taucheranzug wieder anziehen, damit ich jetzt aufs Meer kann oder was. Danke, Tina. Danke, Tina. So, Ben Solo spielt Monster Hunter Rise. Ja, habe ich auch, Leute. Aber ich glaube, das Spiel ist nichts für mich, Leute. Ich weiß nicht, ob wir uns das einmal anschauen sollen. Aber ich bin so unfassbar untalentiert. Oh. Nee, da habe ich eigentlich. Da ist meine Lust nicht so groß, ne? Naja, egal. Dann kommen wir zu den Anime, Leute. Zu den Anime, die ich geschaut habe. Da fangen wir mit Dota's Dragon's Blood an. Ich mach das Fenster mal vielleicht ein bisschen kleiner. Und schieb das da rechts hinten hin. Rechts unten hin. Es ist ein Anime von den Machern von Die Legende von Korra. Nur deswegen habe ich mir auch den Anime angeschaut. Ja, weil ich sehen wollte, was sie für coole Effekte und sowas herzaubern. Und ich bin echt überrascht von dem Anime tatsächlich. Links sehen wir eine Frau. sie ist Prinzessin der Nachtelfen. Und rechts sehen wir ihre persönliche Dienerin bzw. Freundin, die aber nichts, die kann nicht sprechen. Und die Kombi ist echt cool. Gibt es hier keine Sauerstoffblasen oder was ist hier los? Da ist endlich was. Und der in der Mitte ist halt ein Drachenjäger. Der tötet Drachen und bis er dann irgendwann selbst einer wird. Und das ist so die Story dahinter. Also actionreichende Kämpfe, mega coole Animation. Und ich bin kein Fan von dem Hauptcharakter. Aber ich würde mir trotzdem eine zweite Staffel auf jeden Fall anschauen. Also vom Punkten her würde ich vielleicht eine 6,5 geben. Eine 6,5. Und Phantom des Baker Street, oder wie es heißt. Die Phantom der Baker Street ist relativ keine Movie, glaube ich. Oh, den müsste ich mir eigentlich mal wieder anschauen. Ja. Auf jeden Fall würde ich hier für eine zweite Staffel schauen. Wollen auch. Also gerne, ne? Der Arzt erinnert mich auch ein bisschen an der Prinz der Drachen. War ja auch richtig cool. Finde es irgendwie lustig, dass jetzt mittlerweile alle was mit Drachen machen. Da gab es auch diesen Drachenflieger. Anime. Oh, eine Kramuschel. Oh, vielleicht bekommen wir das letzte Muschelrezept. Das wäre nice. Das wäre echt gut. Ja, na gut. Und, wo wir es gerade angesprochen haben, Detective Conan, Leute, ne? Ich schaue ja fleißig weiter. Ich bin jetzt, glaube ich, bei Folge 170 oder 60. Crunchyroll hat ja mittlerweile 333 Folgen. Da wird bestimmt nächste Woche wieder ein Teil draufkommen. Weil wir haben ja insgesamt, glaube ich, 400 noch was an Folgen. Und ich hoffe, Pro7 Max kündigt jetzt bald an, dass wir den nächsten Schwung haben. An 100 Folgen. Das wäre nice. Das wäre echt cool. Oh, ja, wir haben was. Ja, die habe ich gekauft. Guck mal, wir gucken mal eben. Ah, hier. Tauche nach Meerestieren. Ja, auf jeden Fall. Ne, ich hätte eigentlich. Ich verstehe auch nicht, wieso ich
Ah ne, Anime Demand ist teurer als Crunchyroll, glaube ich. Und außerdem, ich habe richtig viele deutsche Synchros, schaue ich momentan. Von Anime, die erst dieses Jahr rausgekommen sind. Und wirklich, ich finde es nicht so schlecht. Ich habe schon viele Sachen geschaut, tatsächlich. Durch mein Premium-Ding da. Und ich liebe es, dass ich nicht eine Woche warten muss, bis ich auch die Folge sehen kann. Ja, Shaheem ist ja leider zu Ende. Was echt traurig ist. Aber zweite Staffel kommt. Und Boruto? Ich weiß nicht, ob Boruto noch weitergeht. Bin ich mir nicht sicher. Aber eine weitere Serie auf Crunchyroll ist nun beendet, leider. Also es fühlt sich an wie das Finale. Ich glaube, es ist das Finale. Und zwar geht es um Vixor's Diva Alive. Oh Gott, Leute. Ich bin richtiger Fan von Vixor's allgemein. Auch wenn diese Staffel jetzt, ne, das ist glaube ich die 6. oder 7. Staffel. Ich glaube die 6. Die war nicht so fantastisch gut. Warte, das ist die 4. Müsste die 4. sein. Die war jetzt, naja, es war nicht so dark. Es ging mehr um Mut, Willen in der Staffel, als um irgendwas anderes. Angst oder Depression oder sowas gab es jetzt hier tatsächlich überhaupt nicht. Es war wirklich viel, viel kindlicher als die früheren Teile. Daher ist diese Staffel mit den neuen Charakteren auch wirklich nur das drittbeste. Staffel 1 und 2. Boah, mega emotional. Man weint mit. Man ist wirklich berührt. Und man hat wirklich Angst, dass man dort jemanden verliert. In Schattenreich oder sowas halt. Also die verlieren ihre Seele. Und in Staffel 3, also erste und zweite, beziehen sich halt darauf. Oh Gott, wir sind schon wieder voll. Ach man, ich muss das mal alles ins Lager bringen. In Staffel 3 und 4 ist halt ein neuer Cast. Und in diesem geht es darum, wenn man verliert, wird man eingesperrt in die Card Selector Karten. Das, also jede Diva, also jeder Selector hat eine Karte mit einem Monster drauf, beziehungsweise mit einem, wie nennt man die denn? Nennt man die Feen? Ich weiß nicht, ob das Feen sind. Ja, komm, ich sag jetzt mal Feen, weil die haben alle Flügel. Genau, mit einer Fee. Nur, also die kämpfen dann mit denen. Aber die dürfen den Card Selector nicht sagen, dass wenn sie verlieren, dass sie dann da rein eingesperrt sind und die Karten fehlen, die übernehmen dann den Körper der Person. Die tauschen einfach die Seelen aus. Und das ist echt krass. Das ist wirklich, wirklich krass gewesen. Und auch wirklich spannend, ey. Ja, und hier war es jetzt eher so, ja, Friede, Freude, Eierkuchen. Nicht wirklich was Schlimmes, eher so Willensbrechen von Menschen. Weil es hier, aber wirklich nicht so was Gravierendes. Ja, oh, ich würde so gerne nochmal Staffel 1 und 2 sehen. Und 3 und 4. Aber Crunchyroll hat, glaube ich, nur noch die hier. Glaube ich, ich bin mir nicht sicher. Aber, ne, Rickstores ist auf jeden Fall eine Empfehlung. Zumindest für die ersten 4 Staffeln. Danach würde ich erst die 3. Staffel anschauen, wenn ihr dann wirklich in der die Meinung habt, dass ihr Mixus-Fan geworden seid. Ich habe sogar die ersten 2 Staffeln auf DVD, auf Blu-ray. So gut fand ich die. Wirklich mega nice Serie. Mega cool. Ja, und sonst aktuell schaue ich halt noch die Dokumentation von Demi Lovato. Dancing with the Devil. Mega emotional, mega traurig, alles cool. Hat jetzt auch einen neuen Song rausgehauen. Dancing with the Devil halt. Dancing with the Devil. Oh, I love it, Leute. I love it so much, wirklich. Oh,
sie hat einfach nur meinen Respekt verdient. So, ins Lager. Auspacken ins Lager. Sonst aktuell schaue ich halt noch weiter Riverdale. Passe ich hier nur durch? Ja, okay, gut. Riverdale schaue ich aktuell noch. Dann zwei Animes, dessen Namen ich gerade nicht weiß. Es tut mir leid. Ins Lager. Boruto schaue ich weiterhin, falls die Staffel nicht schon vorbei ist. Detektiv Conan halt. Und, stimmt! Gestern kam The Magicians Staffel 5 raus auf Amazon Prime. Die werde ich mir gleich anschauen. Aber erst muss ich Hausaufgaben machen, glaube ich. Beziehungsweise, ich sage immer Hausaufgaben, obwohl es Studienaufgaben sind. Also lernen und sowas. Aber Hausaufgaben hat sich irgendwie immer noch so eingebürgert. Aber vielleicht verlerne ich das irgendwann. Vielleicht irgendwann, Leute. Oh, Gipfeltapete, zeig mir. Oh, die Gipfeltapete ist schön. Mein Schokoladenbohnen ist auch schön. Cool. Cool, Leute. Ja gut, Leute. Das war ein kurzes Update. Zu meinem Leben momentan. Ja, ich laber hier wieder Scheiß. Oh ne, die wollte ich gar nicht reintun. Oh, du kannst auch noch weg. Okay. Gut, die Sachen gehen wir noch verkaufen. Ich überlege gerade. Achso, ich streame mir auf jeden Fall immer Samstag und Sonntags um 8 bis 10 Uhr meistens. Morgen ein bisschen länger, weil da möchte ich mal Final Fantasy ausprobieren. So für eine Stunde oder sowas. Mal gucken. Dass man erst 2 Stunden Pokémon huntet und danach Final Fantasy anmacht. Da freue ich mich sehr drauf. Sonst, ne, Star Wars kommt jetzt 3-mal die Woche. Soweit ich das sehe. Und ich weiß nicht, ob es schon diese Woche ist. Ich finde gerade meinen Streamplan nicht. Ich würde ganz gerne mal kurz nachgucken. Auf jeden Fall Animal Crossing immer am Dings, ne? Ich gucke ganz kurz nach, Leute. Wie viel haben wir? 22. bis 28. haben wir diese Woche, ne? Kommt nächste Woche? Ah, nee, darauf kommt noch was Neues. Aber vielleicht packen wir irgendwann dazwischen Monster Hunter Rise oder irgendein anderes Video. Dazwischen. Das könnte man natürlich machen. Ne? Okay, dann gehen wir mal kurz die Sachen verkaufen und dann war es das auch tatsächlich mit dem Part. Und ich bin auch echt glücklich, dass Animal Crossing so gut ankommt. Also, dass tatsächlich ein paar Leute schauen. Bei den anderen Projekten ist es eher so, naja, aber es macht mir nichts, ich habe ja Spaß. Aber irgendwie ist das echt ein schönes Gefühl, wirklich. Freut mich, dass ihr da seid. Facecam könnten wir natürlich auch irgendwann mal machen. Aber ich bin eigentlich mit meinem Hintergrund nicht so zufrieden. Ich streame ja immer vom Bett aus, für Leute, die das nicht wissen. Und dann sitze ich natürlich auch nicht richtig auf dem Bett, sondern ich liege auf dem Bett, so seitlich. Und ich glaube, das sieht in der Kamera richtig scheiße aus. Aber vielleicht mache ich das einfach trotzdem. Aber da muss ich mir immer ein T-Shirt anziehen. Weil man darf ja nicht nackt sein. Ach ja, und eine Hose natürlich, ne? Ich habe immer eine Hose an, wenn ich im Bett liege. Immer, Leute, immer. Okay, Leute, das war's jetzt aber wirklich mit Animal Crossing. Wir sehen uns dann entweder morgen im Stream oder morgen bei Star Wars oder nächste Woche Samstag, wenn Animal Crossing wieder stattfindet. Bis dann, euer Kamito. Haut rein. Ich hoffe, ihr hattet Spaß. Tschüss.